Der Bahnhof Schierke in 688 Meter Höhe über Normalnull. Trotz der relativ hohen Fahrpreise für die Brockenfahrt warten auch in Schierke wieder viele Fahrgäste auf eine Mitfahrt. Knapp minus 20 Grad zeigt das Thermometer jetzt. Bei der HSB gibt es deshalb keine Betriebseinschränkungen. Die Fahrt zum Brocken wird zu einem Erlebnis. Nennen wir es Winterzauber im Harz oder eine Tour durch einen Märchenwald. Lassen wir uns von den Klängen verwöhnen. Vom Brocken aus ist der Zug bereits zu sehen. Er wird aber noch über 15 Minuten brauchen, bis er den Gipfel erreicht. Bilder, die keines Kommentars bedürfen. Thank you.
Wir kommen an die Baumgrenze. Tiefer schneit und im Frost erstarrt zeigen sich die letzten Tannen. Im Führerstand ist Routine angesagt. Der Kesseldruck stimmt und die Lok läuft wie ein Uhrwerk. Nach der Querung der Brockenstraße beginnt die Brockenspirale. Eine künstliche Längenentwicklung von beinahe 3 Kilometern ermöglicht den Aufstieg auf den höchsten Berg des Harzes ohne Zahnstangenbetrieb. Die Strecke umrundet den Berg. Bilder, die jetzt eher an eine Modellbahn erinnern. Doch hier fährt das Vorbild. Fast geschafft. Nur noch wenige 100 Meter, dann ist der höchstgelegene Schmalspurbahnhof Deutschlands erreicht. Der Brockenbahnhof. Das Thermometer zeigt minus 28 Grad Celsius. Dazu heftiger Ostwind. Etwas über 30 Minuten hat der Zug von Schierke aus bis hierher gebraucht.
Nur wenige bleiben länger auf dem höchsten Gipfel des Harzes. Trotz der Sonne ist die klirrende Kälte nur mit arktischer Ausrüstung ertragbar. Den Fahrgästen bietet sich ein traumhaftes Panorama mit einer seltenen Fernsicht.